Michaela und Wolfgang. Wir sind in Düsseldorf auf dem Caravan-Salon und sie sind genau meine Nachbarn. Und das sind echte YouTube-Stars, muss man sagen. Ja, ihr habt einen wahnsinnig erfolgreichen Blog, der heißt Womis Blog. W-O-M-I-S Blog. Genau. So, das Ganze kommt von Wolfgang. Und? Michaela. So, ihr seid seit 12 Jahren verheiratet, habt einen riesengroßen Haufen, nämlich ein Palace. Ich zeig's mal gerade. 2,40 Meter Breite nehme ich an. So, er hat eine Höhe von, keine Ahnung, 3,50 so irgendwas. So, ihr habt eine Sat-Antenne drauf. Was schaut ihr gern? Seid ihr eher so RTL Sat 1 oder Pro7? Ich schaue mir gar nicht so arg viel im Urlaub. Ja, ihr habt die nur rausgefahren wegen dem blauen Licht. Ja, ja, genau. Doch, zum Einschlafen braucht man das. Ja. Zum Einschlafen. Ja, wir schauen schon mal RTL. Ich habe ja bei meinem neuen noch nicht mal so eine Sat-Antenne jetzt bestellt, bei beiden nicht, weil ich die irgendwie gar nicht rausfahre. Habt ihr einen Router drin? Ja. Netflix? Nee, ja. Amazon Prime. Das geht. Amazon Prime. Okay. Wie sieht euer tägliches Leben aus? Ihr arbeitet noch, oder? Ja. Was macht ihr? Wir sind selbstständig. Was macht ihr? Haben einen Online-Shop für Kaffee-Vollautomaten, Ersatzteile und Suppe. Und man kann davon leben? Ja. Also ich zeig mal gerade das Reisemobil. Also, wenn ihr Kaffee-Vollautomaten und Zubehör verkauft, dann könnt ihr so ein Ding kaufen, ja. Ja. Ihr arbeitet hart? Wir arbeiten sehr hart, ja. Wir arbeiten auch von unterwegs aus, also auch im Urlaub. Warte mal, ihr habt einen Shop, da kriege ich zum Beispiel für eine Saeco einen... Genau. Warte mal, ich sag dir mal so ein Bauteil, was immer gerne kaputt geht. Was weiß ich, unten da diese Auffangbehälter für die... Hast du? Dresdner-Schale, Dresdner-Behälter, okay. Auffangschale, genau. So, was habt ihr noch an Zubehör? Shop. Die Filter, Reinigungstabletten, Entkalkungstabletten. Kaffeebohnen. In meiner Maschine, deswegen habe ich keine mehr, das sah immer so aus wie, keine Ahnung, in so einer Kloake. Also wenn du die geöffnet hast, da war alles grün mit allem drum und dran. Deswegen habe ich die Vollautomaten. Viele Leute reinigen die gar nicht, oder? Nee, schlecht gewartet, ja. Schlecht gewartet. Die machen die montags an und dann empfehle ich, den ersten Kaffee nicht zu trinken. Ja, genau. So ist es, ja. Ist das so, dass ich sag mal, man eher dann zu einer Kapselmaschine greifen sollte, wenn man so drauf ist? Dann sollte man wieder zum Filterautomat greifen, ja. Okay. Wie ist der Name vom Shop? Michaela Shop-Ecke. Michaelas Shop-Ecke. Echt, Michaela Shop-Ecke? Ja. So, das heißt, er ist bei dir angestellt, oder? Ja. Ja, stimmt. Krass, da hast du ihn voll in der Hand, oder? Ja. Total. Ja. Cool. Ja, ich kann auch schon verraten, das ist, glaube ich, dein Wohnmobil, richtig? Nicht wirklich. Unser. Ja. Unser. Nee, cool. Also das heißt, ihr seid viel unterwegs. Ich habe schon gesehen, ihr seid auf der ganzen Welt unterwegs, zumindest mal hier in Europa. Und wart zum Beispiel Schweden, Norwegen? Norwegen, Schweden, ja. Mit dem hier? Mit dem hier, ja. Und das geht? Dänemark geht. Im Sommer, Winter, wo war der? Im August, im Sommer, ja. Was habt ihr bezahlt an Sprit, um runterzukommen? Insgesamt 1.000 Euro. 1.000 Euro ungefähr. Es geht, oder? Der Spritverbrauch geht. Also ja. Ist jetzt nicht so... Nein. Ja. Braucht halt seine 16 Liter, ja, aber... Der Hilux da, schätze mal, was der frisst. Das mit dem Anhänger. Keine Ahnung, 12? 14. 14? Ja, weil der Anhänger, das ist so ein Segel, was du hinten dran hast. Euer Teil ist ja wenigstens stromlinienförmig, was man da hat. Es geht um viel Camping, eure Geschichten, oder? Auf dem Kanal Womis Blog. Ja, nur. Ja. Was habt ihr hier gemacht jetzt am Caravan-Salon für Stories? Wir haben auch Fahrzeuge gefilmt. Was zum Beispiel? Kastenwagen, teilintegrierte, vollintegrierte Modelle. Stehst du vor der Kamera oder wie läuft das? Ihr filmt euch selber? Ja, wir filmen uns selber. Jetzt, wenn wir Fahrzeuge filmen, dann filmt er und ich laufe halt, zeig. So, wir machen das jetzt mal. Ich bin jetzt dein Mann, okay? Okay. Das ist jetzt dein Fahrzeug und wie ist da jetzt eine Position? Wie läuft das? Wir fangen außen an, zeigen außen alles. Komm, wir machen das mal. So, du bist jetzt im On, ich bin jetzt der Mann, ich bin jetzt der Wolfgang. Wolfgang, du kommst mal hinter mich bitte, dass wir das mal sehen. So, und das ist jetzt Womis Blog. Was ist bei dir die Anmoderation, was sagst du so? Das macht meistens sie, weil ich ja hinter der Kamera stehe. Ach, du hältst nur die Kamera? Ich halte nur die Kamera, ja. Okay, dann machen wir das jetzt mal so. Du schaust in die Kamera oder wie? Meistens? Meistens, schaust daneben? Ja. Hast du noch nicht drüber nachgedacht, oder? Nein, spontan. Wir sind spontan. Spontan. So, wir präsentieren jetzt mal dein Wohnmobil. Wir machen jetzt mal einen Rundgang. Ja, gerne. Los geht's. Okay. Außen? Nein, pass auf. Der Film hat gerade begonnen. Du musst jetzt eine Anmoderation machen. Ja, warte mal. Was ist da normalerweise in so Filmen? Wie gehst du da vor? Ja, wir stehen jetzt bei einem Palace 88 LB. Okay.
Und also ich darf ja nichts sagen. Und ja, auf einer Länge von 8,99 2,40 Meter breit und fast 3,60 hoch mit der Satellitenanlage. So die Regieanweisung, wie geht ihr da vor? Ist das nonverbal bei euch? Oder sagt sie zum Beispiel, komm mal mit, wenn ihr irgendwas sagt? Genau, ja. Ja, doch. Ich laufe hinterher. Achso, du läufst hinterher? Genau. So. Ist offen. Also, ist offen. Wir machen ja gar nicht so viele Fahrzeugvorstellungen. Dann immer außen unsere Klappen, was wir alles so drin haben. Komm, ich mach mal weiter, dann wird es, glaube ich, ein bisschen flüssiger für die Leute. Denn auch, das ist ja mein Style. Genau. So, links ist das Pfandflaschenfach. Ja, leider. Das da ist. Irgendwo muss es ja auch hin wieder. Der hat eine riesen Garage mit drin und ihr seid Weintrinker ein bisschen? Ein bisschen, ja. Okay, da vorne ist Coke Zero. Ich könnte wirklich an Cola könnte ich mich totsaufen, weil Coke Zero ist ja unser Ding und jetzt wenn die Leute alle schimpfen werden, sagen, ey, unterstütze den Coca-Cola-Konzern und so weiter. Das Zeug macht süchtig, habe ich das Gefühl. Oder? Ja, mein Mann trinkt es ja auch viel lieber mit was? Havanna. Mit Havanna. Havanna. Was ist ein Havanna? Havanna ist ein richtig schönes Getränk. Ein Schnaps. Rum. Rum. Den trinken wir mit Limetten, Eis. Aber du trinkst den Coke Zero mit Havanna? Ja. Ja. Du gehörst sofort in den Knast. Den trinke ich mit normaler Cola. Mit normaler Cola, okay. Ja. Jetzt habe ich dich lieber. Ja. Mal gucken. So. Aber ansonsten mal eine Coke Zero, ja. Mit Coke Zero schmeckt er nicht. Also ich sage mal, wer also Havanna mit Coke Zero trinkt, der schlägt auch kleine Kinder. So, war was dahin noch drin? Das heißt, ihr habt die Kisten, wo sind die her? Die Kisten, wo habt ihr her? Die haben wir vom Campingshop gekauft. Gibt es eigentlich fast überall in jedem Campingladen. Die sind von Meori. Ja. Okay, das heißt, man kann die einladen, es fällt nichts um, oder? Genau, die gibt es in großen und in kleinen. Wir haben die drin auch mit in kleinen, in den ganzen Fächer drin. Und hier draußen, das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man dann auch mal wohin muss. So wie hier. Hier haben wir ja diesen AdBlue Einfüllstutzen hier. Krass. Auf der rechten Seite, dann kann man diese raus. Ich zeig mal gerade das Verhältnis. Da sind jetzt drei Flaschen. Ach, da ist auch eine Flasche Havanna. Da ist eine Flasche. Da sind also vier Flaschen Coke mit Zucker drin. Und eine Flasche Havanna. Der Rest ist drin im Auto schon. Ich glaube, wir werden Freunde heute Abend. Ja, das ist halt ganz praktisch. Dann kann man das umladen. Da hinten ist noch ein bisschen Wein, aber der ist schon länger drin. Ein bisschen Wein? Hol mal raus, bitte. Wir dachten, wir hätten im Urlaub mehr gebraucht, aber wir haben gar nicht so viel gebraucht. Sie haben gar nicht so viel gebraucht. Das ist Merlot, der schmeckt gut? Der schmeckt sehr gut, ja. Also okay. Ich trinke ihn eigentlich am liebsten. Sehr schön. Auch hier bist du mein Freund, kann ich nur sagen. Bloß zusammen ist ein bisschen blöd, oder? Ja. Ja, man sollte das vielleicht. Macht einen dicken Kopf. Das macht einen dicken Kopf, ja. So, das geht ja tief durch da. Wahrscheinlich ist da unten Australien, oder? Ja. So, Breite, das geht über die ganze Fahrzeugbreite, okay, hängen wir viel wieder an. So, ich zeig dich mal gerade, du darfst wieder einladen. Also, das habt ihr so voll gemacht, ihr braucht dafür auch keinen. Ausziehsystem oder sowas mit den Kisten klappt das ganz gut, oder? Nein, mit dem Kasten klappt das ganz gut, ja. Zuladung, was habt ihr? 800 Kilo. Ihr hattet mit eurem letzten Wohnmobil ein bisschen Feuchtigkeitsproblem. Wir nennen nicht den Hersteller, okay? Ja. Okay. Ist der dicht, der hier? Der ist dicht, ja. Der ist richtig dicht. Alles gut. So, nächste Klappe. Das ist mein Reich. Wie dein Reich? Eigentlich fast nur leck mich am Arsch. Du hast ja echt einen Knall. Du hast dir deinen ganzen. Wahrscheinlich ist das da 1% deines Schuhschranks, oder? Also das gehört meinem Mann. Ja. Und die auch. Ja, leider schon nichts mehr. Das ist echt gut. Ja, doch, ja. Moment, das sind auch noch deine. Wir müssen über ein zweites Brett nachdenken. So, praktisch so eine Zwischenebene. Ja, genau. So, es ist cool. Das als Schuhschrank zu benutzen, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Nicht? Nee. Ich hatte da immer irgendeinen Krusch drin, aber Schuhe, das ist cool, weil es direkt neben dem Eingang ist, oder? Richtig, genau. Ja, ziemlich cool. Ja, der hat ja genügend Platz. Wir haben sogar noch die Winterschuhe vom letzten Winter. Die Wanderschuhe noch, ja. Was ich cool finde, ihr habt einen AES-Kühlschrank, den liebe ich ja. Ja, den gibt es, glaube ich, nur noch gegen Aufpreis mittlerweile. Richtig. Ist so, weil der ist so schön leise. Er kühlt auch gut, oder? Er kühlt gut, ja. Okay. Außengasanschluss, auch den habe ich mir nie geleistet, weil irgendwie ich nie Außengas angeschlossen habe. Haben auch noch nie gebraucht. Noch nie? Nein. Siehst du mal, so wie ich. Aber ist immer gut, ist zu haben. Haben ist immer besser als brauchen. Das stimmt. Lass mal kurz schauen. Das ist das Elektrofach. Ja. Ja, Elektrik. Die funktioniert auch gut, die Elektrik. Funktioniert alles gut. Wir sind eigentlich komplett autark.
Wir waren in Norwegen 3 Wochen letztes Jahr unterwegs, also Norwegen, Schweden, und wir waren nicht einmal am Strom gestanden. Wenn man so auf den Platz kommt und da sind so, ich sag mal, normale Camper und jetzt habt ihr ja hier so praktisch ein Luxusreisemobil für mehrere hunderttausend Euro, ist man da auf dem gleichen Level oder fangen die an, nicht mit einem zu reden? Leider ja. Ja, es ist so. Also man muss tatsächlich schon auf die kleineren zugehen. Die kleineren? Die kleineren Wohnmobile, ja. Weil die kommen ja nicht zu dir. Also muss ich zu ihnen und mit ihm sprechen. Ach so, ist nicht so, dass du da so einen Teppich ausfährst, die Audienz, und du sagst, die kommen denn zu dir? Nee. Wie gehst du auf die zu? Gehst du und sagst, hallo, ich bin der Wolfgang. Genau, du musst halt anreden, weil... Hab ein bisschen mehr Geld wie du. Nein, aber wir sagen dann einfach, stehen wir so gut oder passt es so? Und so kommt man eigentlich ganz schnell ins Gespräch oder... Hat er schon länger hier und so ganz locker einfach. Und dann ist auch die Hürde irgendwo gebrochen. Es war früher mit einem kleineren Reisemobil wirklich auch ein bisschen anders. Einfach, ja. Ja, einfach. Also wir sind auch nicht anders, wir kochen auch nur mit Wasser und ja. So, jetzt habt ihr ja das ich habe keine Ahnung, ich meine, ihr macht ja wahrscheinlich irre Geld mit diesem Shop da. Und dann. Ist vielleicht leicht übertrieben, aber wir können davon leben, ja. Genau, das ist so, aber trotzdem so eine Anschaffung, da habt ihr wahrscheinlich drauf hingespart, mehr oder weniger. Oder, oder seid ihr, stimmt, ihr seid Schwaben. Ja, dann, wir sind sparsam. Ihr gönnt euch nichts und dann. Genau. Nee, wir gönnen uns. So viele Menschen kaufen sich jedes Jahr ein Haus, das ist auch nicht anders. Aber viele Leute fragen sich, wie kommt man zu so viel Geld? Das ist ja, ich meine, wenn du das siehst und es ist so, wenn man ein Ziel hat, daraufhin sich das in den Kopf gesetzt hat, ein bisschen spart, vielleicht auch einen Kredit aufnimmt, was auch immer, oder das einfach haben möchte, dann klappt es auch, oder? Genau, ja, dann klappt das, ja. Ihr habt das privat gekauft, keinen Firmenwagen, nein, vielleicht als Ehrenrettung? Richtig, ja. So, wir machen mal hinten auf. Ihr seid ja nicht die Einzigen. Also ich habe ja gehört, so 800 im Jahr trifft es ja immer wieder, die da sind. Habt ihr Licht? Ja. Haben wir. Das ist ziemlich cool. Ihr habt einen 3000 Watt Inverter. Also ich muss dazu sagen, ich kenne das Auto natürlich ganz gut. Was ist das hier für ein Typ, Pelles? Pelles 88 LB. Ja, LB steht für? Längsbetten. Ja. Das ist die Bettform schlechthin, oder? Genau. So, und da hast du mir nämlich gestern geholfen. Du hast einen Griff hier in dein Regalsystem. Wo ist das her, das Regalsystem? Oh, da fragt mich was Leichteres. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das war schon drin, oder wie? Nee, das war auch schon im vorigen Wohnmobil drin. Daher ist es schon ein bisschen älter. Das ist praktisch universell anpassbar, ja, oder? Ja, genau. Weil es ja einfach nur zwischengespannt wird. So, dann habt ihr hier diesen Thule-Fahrerträger. Der wird wie montiert an die ganz normalen Schienen von Morello? Das sind die Schienen von Morello, links und rechts. Genau, da habe ich mir eine spezielle Halterung angefertigt. Du bist Handwerker? Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Im Internet. Wie im Internet? Ja, echt. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Ich war bei einer Freundin, wollte sie zum Essen abholen und die war noch nicht fertig und die hatte gechattet und hat gemeint, setzt sich doch mal so lange an meinen PC. Ich hatte gar keinen PC zu Hause. Habe ich halt da gechattet. Es war so eine Chat-Plattform. Welche? Oh, ich glaube, ich hieß damals, ist schon so ewig her, über 2 Jahrzehnte, spinchat.de. Also damals, als das Internet erfunden wurde, quasi. Ja, so ungefähr, ja. Und dann hat er mich angeschrieben. Ja, da war ja kein Foto dabei. Nein, war kein Foto dabei. Wir haben es dann auch wochenlang eigentlich nur geschrieben und nie gesehen. Es war im Sommer damals. Wir sind im November zusammengekommen. Uns trennten ja auch 600 Kilometer. Und im Januar ist er schon hergezogen. Ohne Scheiße, du hast ja gar nicht gewusst, ob das überhaupt ein Mann ist auf der anderen Seite, ja, oder? So ungefähr, stimmt, ja. Als er zum ersten Mal hergefahren ist und mich besucht hat, war schon ein bisschen so, ja, ungutes Gefühl. Erzähl mal, also hast du irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen? Hast du so Pfefferspray oder? Nee, aber meine Eltern wussten, wo ich bin. Okay. So, da werden wir uns gleich mal drüber unterhalten, über das Thema. Denn das interessiert mich außerordentlich, wie Leute sich kennenlernen über das Internet damals. Das hier ist wahrscheinlich Akku betrieben, oder? Ja. Und das hält lang? Oder? Das hält 3 Stunden, glaube ich, ja. Jetzt hast du hier die Sachen abgegriffen auf dem Stand. Hier. Ja, auf einmal hat es so einen Hut auf. Ich konnte nicht widerstehen. Das ist schon, da hinten ist der Dyson. Komm, mach mal zu. Also Fahrräder habt ihr auch. Dann hinten das Heck. Hast du ihn schon mal irgendwo gegengesetzt? Versehentlich? Nein, jein. Hier. Sag mal. Am Baum. Ja. Hier am Baum. Jetzt ohne Scherz. Ja, du hast ihn gegen den Baum gefahren. Ja, nee, nur ganz leicht angedutscht.
Man sieht auch nur ganz leicht, man sieht auch gar nichts. Er hat schon wegpoliert. Schon weg. Das war, als wir angekommen sind, also rückwärts gefahren ist, hat er den Baum leicht übersehen. Den aber, da? Ja, den. Ja, den da. Ist auch heile geblieben. Krass, hier sind diese Käfer, die ich früher als Kind immer totgetreten habe. Und heute weiß ich, dass die ganz nützlich sind und ganz lieb. Ja. Aber irgendwie war man ja blöd als Kind. Das Erste, was wir geschaut haben im Internet, wo wir auf dem Platz waren, was sind das für Käfer? Die sind total harmlos. Ja, sind total harmlos, ja. Die waren bei uns früher auf dem Spielplatz, waren die überall und keine Ahnung. Und dann haben die irgendwie gedacht, die wären gefährlich oder so. Das sind aber ganz liebe Tiere. Also ich will sie jetzt nicht zu Hause haben, ja, aber... Also, es ist schon verjährt. Ich würde es auch nie wieder tun. So ist es halt. Ihr habt zwei Garagen. Ja, die vom Nachbar. Gut. Ich glaube, die kann man schenken. Also, das ist das gleiche in Grün. Das ist das gleiche in Grün, genau. Aber der Eingang zur Garage ist ja schon irre groß, oder? Das heißt, du hast gar kein Problem, irgendwie Fahrräder einzuladen oder Roller. Nein, das passt. Nee. Deswegen haben wir auch die Pelles genommen, weil da die Fahrräder komplett reingepasst haben, ohne dass man die Lenkrad oder den Reifen abnehmen muss. Zuladung, was hat er? 800 Kilo. Echte 800? Mhm. Echte 800, ja. Wenn alles drin ist, alles getankt ist, Frischwassertank voll ist, dann haben wir immer noch 800 Kilo. Wir haben nicht so viel Zubehör. Mhm. So, dann beschreib mal, was man hier sieht, Michaela. Du bist ja jetzt hier Fachfrau. Ich bin hier nicht der Profi. Ne? Ich sehe die alte Heizung. Ich sehe hier eine Pumpe, ja, ein Frischwasserschlauch. Das sind eigentlich die Dinge, die mein Mann macht. Ich bin so eher für ihn zuständig. Also nochmal, dein Mann würde jetzt auf der Reise versterben, weil, keine Ahnung, warum auch immer, du könntest das Ding wieder zurückfahren? Nee. Könnte ich und dürfte ich, aber traue ich mich nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum fahrt ihr nicht irgendwie auf den Parkplatz mal und übt mal ein bisschen? Hat er schon gemacht. Ja. Hat sie keinen Bock drauf? Also doch, im Notfall würde sie natürlich fahren, klar. Ja klar, wenn du... Nein. Aber... ja, klar. Wenn Tag X eintreffen sollte oder irgendwas passieren würde, dann muss man schon gucken, wie man nach Hause kommt. Aber ich würde mich schon schwer tun. Was total krass ist, du könntest ihn ja in so einen Sack legen und dann hinten in die Garage, da wäre noch Platz, theoretisch, oder? Toll. Nee, komm, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist ja so, viele Frauen trauen sich ja nicht zu fahren. Es ist aber viel einfacher, wie man denkt. Man muss sich nur trauen, oder? Genau, ja. Ich habe sie auch schon vor vollendete Tatsachen gestellt, also... Ich bin dann mal rechts rangefahren und habe sie dann mal den Rest nach Hause fahren lassen. Ja, das hast du gemacht? Das war nicht nett. Es war 5 Kilometer von zu Hause in einem kleinen Dorf. Ganz enge Straßen. Er hält einfach an und sagt, ich habe was vergessen. Ich sage, was hast du vergessen? Du fährst jetzt nach Hause. Ich sage, nein. Und daheim hat er dann noch gemeint, ich könnte noch rückwärts einparken. Das habe ich dann aber nicht gemacht. Aber ich bin gefahren, 5 Kilometer. So, ich nehme das eben zurück mit deinem Tod, deinem frühzeitigen. Aber du weißt doch, wie es ist bei Männern. Man weiß nie, wann es passiert. Zentrale Klappensteuerung habt ihr irgendwie nicht? Nein, nein. Da hat das Geld nicht mehr gelangt, oder? So ungefähr, ja. Irgendwann ist ja halt auch mal Schluss. Ist das nicht blöd mit dem Schlüssel jedes Mal? Manchmal ja. Aber gut, man hat ja Zeit, man ist ja im Urlaub. So, das da könnte ein Entsorgungsschlauch sein. Ja. Ein langer, wenn du feststehst. Richtig. Damit du auch gar nicht mehr irgendwo entsorgen musst. Zum Campingplatz zum Beispiel. Campingplatz. Ja. Gibt es ja schon mal, also dass du das hast. Ich habe das gleiche uns gebastelt, auch für den Fäkalschlauch. Das habe ich noch nicht gemacht. Ne? Ja, habe ich zumindest mal zu Hause liegen. Und da, das ist was ganz Interessantes. Beschreib mal, was du siehst, bitte. Also das hier ist der Grauwassertank zum Entleeren. Und das, Moment, andersrum, das ist der Grauwassertank zum Entleeren des Schwarzwasser. Witzigerweise ist das für Grauwasser schwarz und das für Schwarzwasser orange. Verstehe ich nicht ganz. Wenn man das jetzt verwechselt, wäre das blöd, wenn man so sagt, komm, ist ja nur ein bisschen Grauwasser, ich mach's auf die Straße und dann... Nein, das wäre wahrscheinlich nicht so toll. Hast du das schon mal gemacht, die Entleerung? Alleine, nein. Nee, macht der Mann immer. Ja. Das sind so Sachen. Das heißt, du fährst das Auto nicht, du machst nicht die Tankentleerung. Richtig. Ich mache nichts. Dann darf man auch nicht die Toilette benutzen, das weißt du. Echt? Oh, so weit ist es noch nicht. Was hast du für Aufgaben? Ich darf ja auch essen, wenn ich koche. Ach, du kochst? Ja. Du bist Schwäbin. Was gibt es da schon mal gerne? Maultaschen? Maultaschen mit Salat, Maultaschen mit Eier überbacken. Gebratene Maultaschen. Ich habe nur einen Scherz gemacht. Ihr esst wirklich ganz viele Maultaschen. Ja, ganz viel ist jetzt übertrieben, aber wir haben auch Maultaschen im Kühlschrank dabei. Ja, die gucken wir uns gleich mal an. So. Gas habt ihr auch dran oder habt ihr einen Tank? Nein, wir haben das altbewährte Zwei-Flaschen-System.
Alugas. Kommt man da schwer ran in Schweden? In Schweden kommt man mal schwer ran, ja. Das wird schlecht. Was ist das hier für ein Ding, Dometic? Der Schiff da? Das ist so eine Gasfüllanzeige. Wie funktioniert das? Dann hältst du da hin und wenn grün ist, voll. An der Stelle an voll? An der Stelle, ja. Also da weiß man halt, wie der Stand ist. Das geht auch bei Alu? Das geht auch bei Alu. So, das Rot, also leer, jetzt mal genau, ein bisschen tiefer. Da ist schon, da fängt es an, leer zu werden. Ja. Boah, ist das Ding geil, sowas brauche ich. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Zeig mal in die Kamera. Liebe Firma Dometic, ja, schick mir so ein Ding mal zu. Ich will das mal ausprobieren. Das ist ja geil. Das heißt, du hältst das dran. Mach mal, mach nochmal. Ja. Und das geht auch bei Stahlflaschen? Das geht auch bei Stahlflaschen, ja. Die ist also, klar. Die ist voll? Ja, die sind beide voll, ja. Mhm. Reichweite ungefähr mit 2x11 Kilo, so in Schweden. Wie lange kommt man da? Ja, ob Sommer oder Winter. Im Sommer war das gar kein Problem. Da haben wir fast nichts gebraucht, außer ab und zu mal für den Gaskocher. Im Winter? Im Winter 3 Tage eine Flasche. 3 Tage eine Flasche. Und wenn du dann keine mehr kriegst, dann habt ihr eine Zusatzheizung, oder? Nein. Diesel? Nee. Habe ich doch ein Video darüber gemacht. Ja, weiß ich. Habe ich gesehen, aber... Kostet ja nochmal 5.000 Euro. Mhm, ja. Genau. Okay. Da mache ich schon so ein Morelo-Video, wo alles verbaut ist. Und ihr kauft das dann nicht, ja, alles, ja, was ich da vorschlage. Wir haben gedacht, das haben wir die letzten Jahre nicht gebraucht. Wir waren fast 20 Jahre auch mit Wohnwagen unterwegs und hatten das auch nie. Aber da waren wir ehrlich gesagt auch nicht große Wintercamper. Und jetzt sind wir natürlich im Winter auch unterwegs und alle 3 Tage Gasflasche. Also gute Nachricht, man kann sie nachrüsten. Ja. Aber viel cooler wäre der Tank eigentlich, oder? Mhm. Das ist so der. Also über den Tank haben wir schon ernsthaft drüber nachgedacht, ja, und das vielleicht ein Fehler war, diesen nicht gleich mitzubestellen. Ja. Also ich kriege ja jetzt meinen Loftliner, der kommt in 2 Wochen. Nee, ist schon gebaut. Und mit Gastank? Mit Gastank. Irgendwie 120 Liter, glaube ich, hat er drin. Das wäre also mein Traum, ja. Der ist ab Werk gar nicht so teuer, muss man sagen. Nee. Ich muss dich ärgern. was ist das da? Das ist ja geil. Grill. Nee, das ist ein Grill. Das ist ein Holzkohlegrill, ja. Echt? Ja. Halt mal kurz. Und der funktioniert in einer Plastikschüssel, das ist ja geil. Nein. Nee, da ist der nur drin im Eimer. Ach, das ist das Ding. Ja, genau. Das ist ganz praktisch. Kohle rein. Holzkohle rein. Ja, für uns 2 Personen, beziehungsweise wir sind 3 dann zu dritt unterwegs, dann passt das ausreichend. So, da ist noch ein Kadak, oder? Da ist noch ein Kadak. So, für die schönen Zeiten. Aber den habt ihr nie benutzt, oder wie, den Kadak? Doch, haben wir auch schon benutzt, ja. Aber selten, oder? Aber selten, ja. Weil das geht einfach. Holzkohle macht doch mehr Spaß und so. Genau. Ja. Also ich mag ja den Palace. Ich muss ja fairerweise sagen, das hier ist ja so das Brot- und Butterfahrzeug von Morelo. Das wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, damit kannst du alles machen. Der hat irre viel Platz innen drin, der sieht auch gar nicht schlecht aus. Ja. Man schläft da drin, man will gar nicht mehr aufwachen. Das ist so. Warum jetzt Morelo und zum Beispiel nicht Concorde? Ich glaube, wenn man so reingeht und dann sieht und passt alles und da hat man sich schon irgendwie schon schockverliebt. Ist das schockverliebt? Das heißt, das ist so eine Ad-Hoc-Entscheidung. Das geht schnell. Und ja, das geht schnell. Also wir waren schon vor zig Jahren, haben wir mal einen Morelo auf dem Platz gesehen und auch im Palace. Und da habe ich die Schubladen so am Eingang gesehen und habe mir gedacht, na, wenn das mal hinbekommen, so eine Schublade am Eingang, dann haben wir einen Morelo. Dann haben wir es geschafft. Also nochmal, ihr seid jetzt keine Multimillionäre, ihr habt da hart drauf gearbeitet. Habt euch das Ding gegönnt, habt vorher ein anderes Fahrzeug gehabt, seid damit ein bisschen reingefallen, denn ihr hattet einen ziemlich großen Wasserschaden und habt euch dann den geholt. Ja. Ist das der größte, den ihr hier hattet? Ja. 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 Ey, der ist wunderschön, ganz ehrlich. Also herzlichen Glückwunsch. Danke. Trotz fehlender Anerkennung auf dem Campingplatz, ja, die da halt da ist. Ja, das sind ja nicht alle so, aber ein paar Leute denken wahrscheinlich schon, jetzt kommen die mit dem riesen Fahrzeug, nehmen uns den Schatten weg und denken, die sind was besser, sind wir aber nicht. Sind ganz normale Leute. Für uns ist das auch völlig egal, ob einer mit einem Zelt auf dem Campingplatz ist, mit einem Kaschenwagen auf dem Campingplatz ist oder mit einem Grand Empire von Morelo. Oder hier mit einem Ex. Oder so. Wir finden das auch total alles. Cool. Ex-Kommunalfahrzeug hier wahrscheinlich gegenüber. Ich glaube, es verbindet ja uns alle das Gleiche. Und zwar das Spaß am Reisen, unterwegs am sein. Am Camping. Am Camping. Die waren hier dabei, diese Überzüge? Oder sind die extra? Die waren extra, ja. Ist das gut? Oder? Wir finden die gut, ja. Die kann man schön sauber machen. Die hatten wir tatsächlich schon bestellt, bevor das Fahrzeug überhaupt fertig war. Nochmal, ihr habt die vorab gekauft? Ja, die Spannbetttücher auch. So, hier vorne habt ihr ganz viele Alarmaufkleber drauf. Ist da auch eine Alarmanlage drin? Ja. Ja. Was habt ihr eingebaut?
Die von Werk aus eingebaut war, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Und die kam mit diesen Aufklebern, oder wie? Ja. Okay. Cool. So, wir gehen mal rein. Ich ziehe jetzt mal die Schuhe aus. Sag mal hier, diese On-Schuhe, das ist voll die Seuche. Sind die auch so gut? Weil ich höre immer, die gehen schnell kaputt. Aber ich trage die gerne. Ja, was ist da schön dran? Die lassen sich, die sind einfach leicht und da kannst du wunderschön den ganzen Tag drin auf der Messe rumlaufen. Ja. Du hast Schlümpfe an, oder? Ich habe Schlümpfe an, ja. Krass, was sind das? Ach, da, zeig mal. Was ist das denn? Das ist hier so Mädchenkrams, oder? Nö. Das ist so State of the Art, das sieht man an, ja? Ja, genau. Was? Warte, ich zeig mal gerade, wie ich hier rumlaufe. Das ist ja voll... Nein. Voll oldschool. Ja. Wie nennt man die Strümpfe? Strümpfe. Sneakersocken, ja. Sneakersocken, okay. Wieder was gelernt. So, das ist die Aufbautür. Da könnte ich jetzt noch eine Stunde drüber reden. Das ist eine Feuerwehrtür. Tatsächlich, der Hersteller baut die eigentlich für Reisemobile und Feuerwehren. Das ist genau diese Tür. Hast du gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Ist, da vorne Rhein Composite heißt die Firma. Da vorne, wenn du mal zumachst, sieht man es. Wenn du das googelst, dann kommst du auf den Hersteller und da sind dann Rettungswagen und so weiter. Also das Ding ist wirklich gedacht, um irgendwie 500.000 Mal in 15 Jahren zugeschlagen zu werden. Okay. Habe ich noch gar nicht gesehen, das Schild, ehrlich gesagt. Ja, ist eine GFK-Tür. Okay. Ja, mach mal feste zu, dass man mal sieht, die kann das nämlich ab. Vorsicht, deine Frau. Oh, das war... Die ist weit weg. Das war aber gefährlich. So, mach mal auf. Dann gehe ich mal hoch. 1, 2, 3, 4, 5 Stufen. Ja. Wow, jetzt darf ich mal im Morello sein. Ihr habt ja eine geile Polsterfarbe. Die gefällt mir. Das ist so ein Grau, gell? Ja, da stand bei Morello ein Fahrzeug in der Ausstellung mit genau dieser Farbe vom Leder und das hat uns auf Anhieb gut gefallen. So, habt das dunkle Holz, aber hellen Boden. Das passt gut. Weißen Tisch, den hatte ich auch. Ihr habt keine Barversion. Nein. Ich kriege jetzt auch wieder keine. Okay, wir hatten auch tatsächlich lange überlegt, aber wir sind ja eigentlich zu dritt unterwegs und bei der Barversion haben wir festgestellt, dass man auf der linken Seite so gut am Tisch sitzt. Was auch noch mit in Zukunft, ihr habt keinen absenkbaren Tisch, das heißt, ihr könnt also nicht hier abends hier den langen machen. Nein. Würdet ihr das nochmal holen mit absenkbaren? Haben wir noch nicht drüber nachgedacht, aber eigentlich haben wir es noch nie vermisst. Noch nie? Wenn ihr Fernsehen guckt, wie liegt ihr denn da? Fernsehen tun wir eigentlich eher im Bett. Im Bett? Wenn man Also hier, der Fernseher läuft hier eigentlich ganz selten. Gar nicht. Gar nicht. Sein und der Tochter ist mit dabei, aber... So, jetzt seid ihr ein bisschen weit weg, das Flugzeug kommt. Die Sitze, habt ihr Luftfederung gewählt? Nein. Habe ich jetzt auch nicht mehr. Habe ich abgewählt. Das lag aber daran, die war mal kaputt. Also der Luftschlauch ist irgendwie geschmolzen. Okay. Und da hatte ich mal keine für 3 Wochen. Und ich habe es dann auch nicht mehr vermisst. Und dann habe ich gesagt, okay... Dann probieren wir es mal ohne. Ich bin eh empfindlich beim Fahren, wenn sich so viel bewegt und schaukelt. Dann habe ich mir gedacht, da brauche ich solche Sitze vielleicht eher nicht. Ach, das hier kenne ich. Das ist von, oder sind das die von so eine Serie? Die Wikinger? Ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber die haben uns sehr gut gefallen. So, was ist das hier? Das ist genau, das ist ein Pelles 88 LB. Ja, ist klar, aber was ist denn das? Ist das ein Modell? Oder? Ja, das ist ein Modell, ja. Genau nach unserem gefertigt, also nach Bildern von unserem Morello. Das ist festgetackt, festgemacht mit Glätt. Und wo kriegt man sowas her? Bei Polycreator über Facebook haben dann unsere Kinder gefunden, die erwachsenen Kinder, und haben den anfertigen lassen. Echt, sowas gibt's? Mhm. Nee. Es war ganz witzig, wir waren dann paar Wochen später waren wir nochmal beim Morello in der Werkstatt, ich weiß gar nicht mehr, was da war. Auf jeden Fall haben wir noch ein Bild braucht von oben und dann waren die in der Werkstatt so nett und haben mir Bilder von unserem Wohnmobil von oben gemacht, weil mein Mann sollte ja nichts davon wissen und dann habe ich das dann dorthin schicken können, damit auch oben das genau passt mit den Platten. Die sind solar, ja. Aber ihr liebt das Ding schon ziemlich, oder? Das Wohnmobil. Ja. Wenn man hier aus welchem Material ist das? Kunststoff? Styropor, ja. Ist das geil. Ist das geil? Ihr habt ein Mini-Palace, habt ihr vorne im Fahrerhaus. Ja. Ich finde das cool. So, das ist ja alles original. Jetzt gucke ich mal, Aufbau, Klimaanlage ist da. Wo haben wir denn noch ein bisschen gespart? Kann mal gucken. Retarder haben wir nicht. Retarder habt ihr nicht. Ihr habt auch nicht die Sportfahrwerk. Dafür habt ihr auch keine 360-Grad-Kamera oder habt ihr die euch hier geleistet? Nee, die haben wir auch nicht. Ne? Also Rückfahrkamera. Rückfahrkamera, die normale Rückfahrkamera, ja. Geht auch, oder? Das geht auch. Hubbett braucht ihr, oder? Das brauchen wir für die Tochter. Ja, aber wenn du es nicht brauchst, ist doof, oder? Es geht. Aber der vorne hat. Ihr wart mal in einem Fahrzeug ohne Hubbett, oder?
Ja, aber mir uns gefällt es tatsächlich mit Hubbett besser. Mhm. Ich finde, also wenn man keinen Hubbett hat, dann gehen die Schränke auch ziemlich weit runter. Mhm. Und so haben wir die komplette Sicht hier vorne. Und ich finde es von der Optik her eigentlich auch schön. Mit Hubbett. Ja. Sehr schön. Ihr habt die Follow-Feder, habt ihr? Ja. Okay, das ist, glaube ich, wichtig. Das Aktiv Air, ja. Das Aktiv Air habt ihr auch? Ja. Aber ohne Sportdings. Okay. Mit diesem. Doch, habt ihr. Doch, ja. Ah, da hast du investiert. Das ist gar nicht so billig. Merkt man das, wenn man auf Sport. Ist das gut? Oder? Ich hatte es am vorigen Wohnmobil, hatten wir es ja gar nicht. Und wenn dann eine Windböe von der Seite kommt, dann drängst du dich schon mal in die, fast in die Leitplanke rein. Ja. Und das System, das funktioniert sehr gut. Wie, das kompensiert das? Oder? Ja. Das funktioniert so gut. Ich habe gedacht, es wäre nur so ein Knopf und da wäre nichts dahinter. Das funktioniert. Das ist ja sowieso dauerhaft angeschaltet. Das kann man ja auch nicht abschalten. Das Einzige, was man mit diesem Schalter macht, ist ja die Federung verändern. Aber sonst so die Neigung kannst du ja nicht abschalten. Boah, ist voll schön. 88 heißt, ich hatte ja diesen 92 gibt es das, Palace? Ja. Hatte ich LS. Und aber der erscheint mir jetzt nicht kleiner. Also der Unterschied ist nicht so groß, oder? Nein, ich glaube, die zusätzlichen zwei Schränke hinten sind bei dem größeren. So, komm, wir gehen mal nach hinten. Das wollen wir mal zeigen, bevor wir uns unterhalten, wie ihr euch kennengelernt habt. So ein Block ist aber nicht so, dass ihr euch da den mega Stress macht, dass ihr permanent jeden Tag neue Sachen und die. Sondern ihr macht das dann, wenn ihr Lust habt, oder? Wenn wir unterwegs sind, ja. Ja. Wenn wir unterwegs sind. Oh, ist das goldig. Ein Herz. Was ist da drin nochmal, Schoki? Obst. 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 So, die gleiche Nespresso Pixie habe ich jetzt auch. Ja, die ist in Ordnung für unterwegs, also. Ja, ist das? Ach, Saugnapf. Ja. Okay. Also auch das ist ein Geheimtipp, Saugnapf. Heißt Spülmaschine oder irgendwas? Nee. Nein. Waschmaschine drin? Nein, auch nicht. Ich gebe meiner Frau immer einen Euro. Ach, ist klar. Aber wenn du es gerade nochmal sagst. Ich gebe meiner Frau immer einen Euro. Du Schovi. So, jetzt hast du es. Er spült. Darf ich mal reintauen? Ja. Es ist so, also Kühlschrank ist sowas wie bei uns eigentlich nie aufgeräumt. Ja, klar, mach auf. Danke. Ihr habt Käsekreiner. Ja. Oh, ich habe so Hunger. Muss mal gucken, was haben wir da oben? Da ist jetzt Käse. Ja, ist immer ein bisschen unordentlich. Dann Grill und Pfanne. Wir haben tatsächlich hier gar nicht so viel gebraucht auf dem Karawansalon. Sag mal, jetzt ist ja Butter ist ja sauteuer geworden. Hast du schon gemerkt? 3 Euro irgendwas? Ja. So, und jetzt habt ihr aber hier Crema. Was ist Crema? Ist das wirklich so gut, wie die schreiben in der Werbung? Crema finde ich Sahneersatz beim Kochen. Ah, ist das weniger Fett, oder? Weniger Fett, die Hälfte ungefähr. Und das da, was ist das für eine? Olivenöl. Olivenöl. So, Bresso habt ihr drin, dann Tonic Water wird wahrscheinlich wieder gemischt mit. Sag mal, mit Batida. Mhm. Boah, ihr seid ja voll die Schnapsnasen. Also erstmal hier unten, was war das eben? Der Havanna war das. Der Havanna mit dem literweise Dings. Aber jetzt mal. Das sind dann auch die Limetten für den Havanna. Die Limetten dafür? Ja. Aber ihr seid so ganz normale Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr morgens um 10 Uhr aufsteht und dann gibt es erstmal einen. Um Gottes Willen. Nein. Okay. Nee. Also so ab 5 oder wie? Aber genau. Ja. Abends, dann trinken wir schon mal so ein kleines Gläschen, ja. Unter anderem auch Havanna. So, Außenthermometer hast du reingeklebt? Nein, das ist vom Kühlschrank. Vom Kühlschrank? Ja. Das finde ich geil. Ja. Ganz ehrlich. Das obere ist für den Gefrierschrank. Ja. Und das unter für den Kühlschrank. Also minus 18 habt ihr einen Gefrierschrank. Da soll noch einer sagen, dass AES-Kühlschränke nicht kalt machen würden, oder? Ja. So, da oben, das ist Batterie, ist voll. Richtig. Ist Wasser, wie viel habt ihr noch? Wasser ist jetzt grenzwertig, ist jetzt leer. Wir haben das tatsächlich mal getestet. Also hat vorhin gepiepst, dass jetzt leer ist und es dürften jetzt noch 70 Liter drin sein. Ja, wir haben das mal ausgemessen. Jetzt ist nichts mehr mit Haare waschen, oder? Doch, 70 Liter war ich glaube auch. So, das Klo ist leer. Ich nehme an, das habt ihr wahrscheinlich hier auf dem Platz einmal kurz abgelassen. Nein, noch gar nicht. Also wir sind jetzt seit einer Woche hier auf dem Platz und hat jetzt einen Strich die Toilette. Gut, also da ist echt viel drin, oder? Ja, naja gut, 200 Liter. Apotheker, darf ich mal reingucken? Mhm. Jetzt kommen die Schandaten. Ey, meine Fresse. Ja, ich glaub's ja das nicht. Das sieht ja jetzt schon schlimm aus, aber das steht ja auch schon das ganze Jahr da drin. Ja, klar, ist klar. Voll die Berufsalkoholiker. Ich guck mal grad. Das ist vom letzten Winter. Vom letzten Winter? Echt? Ja, da trinken wir ab und zu mal, wenn es so kalt ist draußen. Wir waren im Caravanpark Sexton. Da haben wir abends mal einen Kaba mit Rum und Amaretto getrunken. Nochmal, ihr wart auf dem Caravanpark in Sexton? Ja. Mhm. Das
ganz edel. Ist der schön? Der ist ganz neu, schön, oder? Ja, der ist sehr schön. Da gibt es auch Sauna und habe ich mal einen Bericht drüber gesehen, habe ich gesagt, wenn ich überall hinfahre, aber da fahre ich nicht hin, da sind nur die Reichen und Schönen, habe ich mir überlegt. Da ist alles vertreten. Da ist alles vertreten. Alles vertreten. Ein sehr, sehr schöner Campingplatz. Vom Kastenwagen bis zum noch viel größer, also der Morelo, unser Morelo mit 9 Meter ist jetzt nicht so groß, finden wir. Also da gibt es ja bei Weitem größere und die sind dort auch. Oben, was oben denn? Da. Oh ja, wenigstens mal kein Alkohol. Nein. Wir trinken auch nicht jeden Tag Alkohol. Würde ich jetzt auch sagen. Ja. Ja, der ist ja auch egal. Ich meine, ihr könnt offen zugeben, wenn ihr da ein Problem mit habt. Also das ist, man den Sender hier guckt eh kein Mensch. Ja, na, also. Dann ist ja gut, haben wir noch mal Glück gehabt. Also. So, kommen wir hier mal nach hinten. Mhm. Schrank, was nimmst du immer so mit? Alles eigentlich? Weil man weiß ja nie, wie das Wetter wird, oder? Ja, durch das, dass man kein Gewichtsproblem hat mit der Zuleitung, da bleibt da halt auch viel drin. Das sind jetzt die Klamotten von der Tochter noch drin. Okay. Und hier sind, unsere drin. Mhm. Es könnte Winter jetzt einbrechen und wir wären trotzdem noch angezogen mit Pullover und langen Hosen. Das ist ja wie zu Hause hier, ne? Ja. Socken, wo habt ihr die? Die haben wir oben drin. Ich glaube, so hat euch auch noch keiner kennengelernt, oder? Nee, also unsere Socken hat auch noch keiner angeschaut. Finde ich aber gut. Es ist immer wichtig, dass man... Was ich toll finde, ist die getrennte Toilette. Das ist das Komfortbad, nennt sich ja, das, glaube ich, ja. Das wollten wir auf jeden Fall haben. Weil da kann man einfach die Türe zumachen. Also das ist auch gut. Ja, habt ihr einen Sog eigentlich? Nein. Kein Sog? Das heißt, wenn du... Okay. Fenster. Ist Sog. Gut, ihr habt ja zwei Fenster mit dabei, da ist das nicht so schlimm. Das Handtuch, sag mal hier, der Handtuchhalter hier, ist das nicht so, dass der auch verstaubt, dass er schwer zu reinigen ist? Ja, doch, der verstaubt, ja. Der verstaubt, gell? Das ist so das, was ich festgestellt habe. Warte, ich filme mal gerade von hier dran. Da sieht man die Dusche, die kenne ich ja, das ist gleich. Das Waschbecken ist ein bisschen kleiner, ich muss mich schon dran gewöhnen, weil ich kriege jetzt das gleiche Bad wie ihr. Ja, im Loftliner ist das gleiche Bad. Das Waschbecken ist gleich groß, nur die Ablage links und rechts ist halt kleiner geworden bei der Badversion. Es geht aber, oder? Das geht. Man stellt nicht alles voll. Der Vorteil ist, der ist ein bisschen kürzer und das merkst du in der Praxis. Also ich fand den 92 schon grenzwertig. Wenn du je nachdem, wo du hingefahren bist, da hast du auch keinen Platz mehr bekommen. Ist das schwer, einen Platz zu kriegen spontan? Mit eigentlich nicht. Wir waren jetzt zwei Wochen unterwegs und wir hatten nichts vorher gebucht, also nichts reserviert. Bis 9 Meter geht eigentlich relativ gut. Mhm. Also wir haben da immer einen Platz gefunden. Gut. So, und ich zeige noch einmal kurz das Bett und dann werde ich euch eine Frage stellen. Da müsst ihr jetzt überlegen, ob ihr die beantwortet oder nicht. So, seid bereit? Wir sind bereit. Wer schläft denn hier auf der Seite? Ich. Gut, danke. So, jetzt kann ich mal gerade mal gucken. Das heißt, du schläfst dann hier, oder? Ich schlafe dann auf der linken Seite, ja. Ist schon mal, dass du das Hubbett mal runterlässt und mal vorne schläfst? Nein. Nee. Mhm. Also seid jede Nacht zusammen? Ja. Ja. Ihr besprecht nachts immer noch so, was kurz vorm Schlafen gehen, was da so passiert ist so am Tag? Ehrlich gesagt nicht. Ihr geht einfach schlafen und dann? Also ich brauche relativ lange zum Einschlafen, deswegen habe ich hier einen Fernseher, damit ich einschlafen kann. Und mein Mann, der ist so schnell am Einschlafen, also es geht ratzfatz. Und dann, wenn er so schläft, ist es so lustig, dem zuzugucken, wie er schläft? Oder? Das schaue ich nicht so, ich gucke Fernsehen. Guckst Fernsehen. Was guckst du gerne? Autopsie. Was ist das? Ungeklärte Mordfälle. Auf welchem Kanal? Es gibt überall auf Sat1 Gold oder Vox. Autopsie? RTL2, ja. Das heißt, du weißt genau, wenn es mal sein sollte, wie es machst? Ja. Eigentlich ist das nur so eine gleichmäßige, monotone Stimme, wo ich gut bei einschlafen kann. Ja, deswegen guckst du meine Videos schon mal. Ja. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Telefon. Cool. So, komm, wir gehen nach vorne, jetzt gehen wir mal an die harten Fakten hier. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Denn ihr habt ja einen Blog und wer so einen Blog hat, der muss sich mal einmal komplett umkrempeln den Leuten gegenüber. Muss alle Fakten auf den Tisch legen und ich werde euch jetzt viele Fragen stellen. Wenn ihr euch mal nebeneinander setzt, dann ist es einfacher wegen dem Objektiv. So sieht das so aus, als werdet ihr getrennt. Jetzt seid ihr zusammen. Da ist das ThinkPad. Ist das euer Blog? Nein, das ist mein Arbeitsgerät. Arbeitsgerät. Wie du schneidest damit auch. Ja. So, wenn du den mal kurz mal auseinanderfaltest, den Tisch. Dann habe ich es nämlich viel einfacher. Der wird nämlich viel größer und jetzt kann ich meinen Luxusarm... Kannst du noch ein bisschen zu mir schieben? Ja, oder geht das nicht? Doch, das geht. Boah, ist der riesig. Jetzt kannst du ja hier... Boah, wie geil. Jetzt kann ich nämlich hier das Gimbal abstellen. Genau.
So, du bist die Michaela. Du bist der Wolfgang. Ihr beide habt einen Blog, der heißt Womisblog. Womisblog. So, haben euch Leute schon mal gefragt, Womisblog, habt ihr das Womoblog falsch geschrieben? Nein. 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 Das ist so, weil ich habe zuerst gedacht, Womisblog, okay, da muss irgendwas dahinter stecken. Das heißt Wolfgang und Michaela. Genau. So, welche Reaktionen habt ihr auf der Messe? Haben euch Leute erkannt schon? Ja, doch schon einige, ja. Okay, was ist denn dann? Wollen die so Autogrammkarten? Oder? Nein, das nicht, aber die freuen sich halt mal, uns mal so zu sehen, mal live zu sehen. Und ja. Live und Farbe, ja. Wir waren schon viele Stunden nur am Quatschen unterwegs. Ich habe auch schon ein paar Videos von euch gesehen, unter anderem das Video von dem Fahrzeug, wo ihr nicht so glücklich wart, denn das habt ihr ziemlich öffentlich ausgebreitet. Aber manchmal geht es nicht anders, muss man sagen. Da muss man sich auch ein bisschen freien Lauf machen und da auch mal zeigen, was da so geht. Letztendlich ist das gut ausgegangen? Hat derjenige das zurückgenommen? Oder? Ja, alles gut. Ja, alles gut. Okay, wunderbar. So, wenn man jetzt so unterwegs ist, man ist ein Paar, man muss das ja auch wollen mit dem Camping. Ihr seid ja schon lange Camper, oder? Ja, seit über 20 Jahren. So, wie hat das begonnen mit dem Camping? Bei dir? Wir fliegen nicht gern, also ich fliege eigentlich gar nicht gern, mir wird da ganz arg schlecht. Und er fliegt so oder so nicht gern. Und dann hat man sich mal nach einem Wohnwagen umgeschaut, dann haben wir mit so einem 5 Meter Wohnwagen angefangen. Mit welchem? Was hat er? Es war ein Detlef 560. Mhm. Camper. Ja, genau. Und dann irgendwann war der Wohnwagen auf 10 Meter. Auf 10 Meter? Ja. Inklusive Deichsel oder Aufbaulänge? Aufbaulänge, ja. Aufbaulänge, das heißt, der war 11 Meter mit Deichsel. Ja, so um den Dreh, ja. Echt? Ja. Ja. Und vorne hat man dann also T5 und dann später ein T6 dran. Die Kinder sind ja immer mitgegangen und dann haben die Kinder je nach den Freund mitgenommen oder die Freundin und da waren grundsätzlich immer 7 Mann im Auto. Guck mal, ihr seid mit 7 Leuten und im Wohnwagen. Da waren Stockbetten drin. Ja, genau. Ihr habt eine ganze Familie. Zelt dabei, die Großen haben draußen geschlafen. Sind wir immer nach Kroatien jedes Jahr im Sommer. Na, wie viele Kinder habt ihr denn gemacht? Wir haben 4 Kinder. Wow. Also Hut ab, du kriegst von mir jetzt den goldenen Kinderorden, weil ich habe 3 Kinder und ich dachte, das wäre schon viel. Okay. Meine Tochter kriegt das dritte Kind jetzt. Ja. Schön, wir das haben gerade ein Enkelkind. Ein Enkelkind? Mhm. Ich kriege das dritte jetzt. Ja, das, oh, ist so schön, der, das ist schön. Das ist so, guck mal hier, ist das nicht toll, wenn du hier im Morillo sitzt und der Sonnenuntergang kommt? Ja, ja, absolut. Du magst den Sommer? Ja, mag ich. Was ist denn im Winter, wenn du irgendwie 3:30 wird es dunkel? Und macht mir auch nichts aus. Auch nichts. Also ich bin überhaupt nicht der Mensch, der sagt, ach nee, wann ist endlich der Winter rum? Also ich freue mich über jede Jahreszeit. Ich habe alles mal genug, auch den Sommer. So, ihr könnt ja von eurem Shop leben. Könnt ihr den Shop betreiben aus dem Wohnmobil raus? Ja, also alles, was mit Büro zu tun hat. Also wir sind ja im Büro tätig in unserem Onlinehandel. Mhm. Das können wir unterwegs aus fast alles machen. Aber irgendwann muss man halt auch mal wieder nach Hause. Mhm. Alles andere wird von zu Hause von den Mitarbeitern gemacht. Und die liefert auch an Endkunden mit eurem Shop? Wir liefern fast nur an Endkunden, an alles, ja. Okay. Und das ist für alle Kaffee-Vollautomaten? Nein, nicht für alle. Für 4 Marken, Seiko, DeLonghi, Jura und Nivona. Ja, langt doch, oder? Eigentlich echt, ja. So die meisten. Wie war denn das vorher? Das heißt, also Campen bei 20 Jahren, ihr kennt ja nichts anderes. Ihr macht das schon ewig quasi, oder? Wir kennen nichts anderes. Wir waren einmal in Ägypten. Ja. Wie, einmal? Einmal, ja. Habt das probiert, oder? Haben wir es probiert. War ja auch schön, aber war mit Freunden, war auch sehr schön, aber Campen ist einfach unseres. Nee. Ganz ehrlich, ihr seid ja wirklich vollkommen normal. Ich habe gedacht, jetzt hier Morillo und so, aber das ist, nee, aber die meisten, ich meine, ich war jetzt auf dem Treffen von Morillo, die meisten Morillo-Leute sind ja vollkommen normal. Haben die Leute da draußen eine falsche Vorstellung, wenn du hier mit so einem Liner kommst? Ich glaube auch, ja. Ja. Das finde ich eigentlich auch schade, weil ich habe ja auch keine falsche Vorstellung, wenn einer mit dem Zelt kommt und das wäre ja auch nicht meins. Mhm. Aber ich finde das total schön. Ich schaue mir alles so gern an. Wir machen jeden Abend eine Stellplatzrunde und schauen uns die anderen Camper an. Und genau. Was ich toll finde, ist, dass du von ganz hinten bis ganz vorne durchgucken kannst. Das heißt, wenn du die Türen auflässt, du hast ein unglaublich tolles Raumgefühl. Wie war denn das? In Schweden wart ihr im Sommer da und abends habt ihr viel freigestanden eigentlich? In Schweden waren wir ja nur wenige Tage, weil wir eigentlich nur durchgefahren sind. Ja. Ja, und da waren wir, ja, auf Stellplätze, waren wir auf Wohnmobil Stellplätze, die 3 Tage. Habt ihr auch diese Lampen gesehen, ganz im Norden? Die Polarlampen? Nein, soweit sind wir nicht gekommen. Ich glaube, die kommen auch nur im Herbst, oder? Ja, im Winter, ja. Mehr im Winter. Mein Gott, mir graut schon. Wir wollen ja Polarfahrt machen in Schweden im Winter. Das wünschen wir uns auch und vor allem unsere Tochter wünscht sich das. Also meine Frau hat nämlich gesagt, und ich habe mal davor gesagt, hast du schon geguckt? Da wird es irgendwie erst um 11 Uhr hell und schon um 2 Uhr dunkel, ja, oder so. Also es stimmt nicht ganz, aber es sind irgendwie nur 5 Stunden. Das ist krass, ja. So ungefähr. Krass. Aber das ist irgendwie, die Leute kennen ja nichts anderes. Und ganz oben am Polarkreis, da wird es gar nicht hell.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, aber schlimm ist im Sommer. Ich habe heute mit einem gesprochen, hier Illo und Mops. Die waren ja gerade oben. Da wird es gar nicht dunkel. Du weißt gar nicht, nachts um zwei ist genauso hell wie... Also wir haben es ja auch gemerkt, wir waren ja im August in Norwegen und es war so lang so hell und es war auch nie wirklich richtig dunkel. Also es war nie so wie bei uns. In Deutschland ist ja irgendwann so, da denkt man, es macht jemand den Schalter rum und dann ist Nacht. Aber das passiert dort nicht. Was sind die schönsten Länder, wo ihr schon wart? Im Süden? Norwegen, weil die schönsten Länder waren Norwegen. Süden waren wir jetzt, Kroatien hat uns immer sehr gut gefallen eigentlich. Italien auch. Ja. Das ist sauteuer geworden, Kroatien. Also ich habe nur von Leuten gehört, die Italiener fahren schon nicht mehr hin, glaube ich, weil sie es nicht mehr leisten können. Es ist, also wirklich, also ich war jetzt in Italien, da habe ich mit vielen Italienern gesprochen, mit Kroatien, und dann ist es so, dass Kroatien gilt mittlerweile als teures Reiseland, wo sich nur noch die besten Italiener hintrauen, und das ist total witzig. Wart ihr mal in Italien, Bucht von Venedig, an den großen Plätzen? Ja. Ja. Wo war der? Auf dem großen Campingplatz. Marina de Venezia. Da war ich ja gerade, zwei Wochen. Ja, genau. Und wie fandst du da? Zu groß? Ach, anders, aber zu groß. Also ich möchte nicht zwei Wochen Urlaub machen. Nee. Das wäre mir zu viel. Was ist dein Tipp? Was war so der schönste? Ich meine, hast du eben schon gesagt, Sechsten war gut. Sechsten war sehr gut. In Nenzing waren wir auch schon. Alpencamping. Alpencamping, Nenzing waren wir schon, ja. Haben sie auch für dich gesungen, wenigstens am Alpencamping? Echt? Die packen immer in einem Restaurant, packt er immer so die Gitarre aus und spielt dann. Nee. Nee. Das haben wir nicht mitbekommen, nein. Nee. Haben wir ein Video gedreht drüber. Ja. Muss mal gucken. Gib mal Alpencamping Nenzing ein. Das ist so cool, der Laden. Das ist so. Ja, okay. Also am liebsten ist für uns eigentlich einfach losfahren, irgendwo auf den Stellplatz gehen. Ja, in Deutschland kann man nicht wirklich groß frei stehen und eine Nacht auf dem Parkplatz geht dann auch mal, aber ist jetzt nicht gratis. Aber jetzt mit allen so nebeneinander, oft sind das ja auch so Teerflächen, wo du stehst am Stellplatz. Das macht dir nichts. Nein, es macht mir nichts. Aber ich müsste da jetzt auch nicht zwei Wochen stehen. Mhm. Also Städtetour macht ihr oft, oder? Haben wir jetzt dieses Jahr gemacht. Wir waren Hamburg, Berlin. Wie war Hamburg? Wie lange wart ihr da? Zwei Tage, glaube ich. Ja. Mhm. Nee, sogar drei Tage. Da. Drei Tage waren wir sogar da, ja. Mit dem Fahrrad reingefahren? Oder? Nee, mit dem Bus. Mit dem Bus. Am Bus reingefahren. Was habt ihr gemacht dann, Tag so? Ja, shoppen gewesen, rumgelaufen, alles angeschaut, ein bisschen Sightseeing gemacht. Mhm. Mein Mann kommt ja vom Norden oben. Wo kommst du her? Bremen. Bremen? Mhm. Mhm. Boah, ist echt schwer. Ich krieg euch nirgendwo. Ihr seid die total liebsten und nettesten Menschen. Ihr seid aufrichtig, korrekt, habt keinen Fehler. Kein Fehler. Fehler hat ja jeder. Ja, aber ist ja so, wenn man. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so einen Blog zu machen eigentlich? Habt ihr? Wo wir nach dem Wohnmobil geschaut haben, dann haben wir viel Videos geschaut. Auch von dir viele Videos geschaut und gucken, was uns gefällt. Und dann haben wir die ganzen Campingvideos gesehen und haben da so viele Stunden verbracht. Also wir haben auch daheim gar nicht mehr Fernsehen geschaut, wir haben nur noch YouTube geschaut. Ja. Und ich kam dann auf die glorreiche Idee, das wäre doch was für uns. Und da hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, nein, das ist nichts für uns. Und dann habe ich... Echt? Ist er so hart drauf? Dann habe ich ein paar Tage nichts mehr gesagt und habe ich nochmal gefragt. Und dann haben wir das versucht und haben uns so kaputt gelacht und haben das erste Video, ich keine Ahnung, was gefühlte 500 Mal gemacht. Achso, dann da wird es aber nicht besser meistens. Das ist so. Nein. Nee. Nein. Darf ich das mal sehen, das erste? Hast du es hier? Nein. Nee. Wie, ist doch bestimmt auf dem. Nein, ich meine das erste, was veröffentlicht wurde. Das habt ihr doch auf dem Kanal, oder? Das ist auf dem Kanal. Das ist, darf ich das mal sehen kurz? Kannst du mal anmachen? So, dann kann ich den Leuten nämlich auch mal zeigen. Das ist ganz furchtbar. Ja, der zeigt doch mal. Das ist doch geil, mal zu sehen, wie die Entwicklung ist. Das war das geil. Da warst du wann? Da warst du 14 oder wie alt warst du da? Ist klar, das war vor, ich glaube, 2018 oder so. Echt? Ihr macht das so lange schon? Ja, 2018 oder 2019. Ja. Ich kann dir das gleich hier. So, ich guck jetzt noch nicht drauf. Ja, das dauert einen Moment. Ich muss es auch schon mal finden. Aber ich finde es ganz furchtbar. Ich kann es auch selber gar nicht anschauen. Wobei ich ja auch selber nie Videos von mir anschaue. Weil ich die schrecklich finde. Ich kann mich meine eigene Stimme kann man so schlecht selber hören. Also ich finde so, ich bin irgendwie voll der alte Sack geworden, ja, mit dem Bart und so. Es hat letztes Mal einer gesagt, er wäre voll enttäuscht gewesen, weil er hat gedacht, ich wäre viel jünger. Echt? Ja. Also so viele Videos haben wir ja auch noch gar nicht gemacht. Nee, 100 Stück. 100 Stück. Ich hab 6000 gemacht bisher. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. So, das erste. Ja. Soll ich da wirklich draufklicken? Ja, mach mal, da warst du. Sicher. Och, scheiße, da warst du voll jung, guck mal. Vor 4 Jahren. Und das habt ihr 500 Mal gedreht, oder wie? So ungefähr. Machen wir Ton an. Das wurde auch nicht besser. Machen wir schön laut. Ja, Moment.
krass, ihr habt so Musik auch noch mit dabei. Da muss ich nämlich drüber reden, dass man die Musik nicht hört. Ja, so. Das hört gleich auf. Du hattest ein Pornobiken damals. Ah nee, hast du immer noch. Ich kann mal gucken. Das habe ich auch noch nicht gehört. Wo mich steht für mein Mann Wolfgang und meine Frau Michaela. Unser neuer YouTube-Kanal haben wir deswegen ins Leben gerufen. Wir möchten euch ein bisschen an, an unserer Camping-Leidenschaft teilhaben lassen. Erstmal ein bisschen was zu uns. Wir kennen uns seit 18 Jahren. Warum Camping-Vlog? Also wir campen jetzt seit 15 Jahren. Wir haben damals mit einem relativ kleinen Wohnwagen angefangen. Genau. Was waren das für eine? Das waren Detlefs. 560 SK. Genau, mit kleiner Rundsitzgruppe und Stockbetten für die Kinder, die damals noch sehr klein waren. Wie viele Wohnwagen hat man denn dann? Das ist jetzt unser vierter. Unser vierter. Genau, aber die blieben nicht so klein, die wurden immer ein Stückchen größer. Also, ich muss damit nicht fahren, ich bin noch nie mit dem Wohnwagen gefahren, deswegen war mir das relativ egal, kann auch 10 Meter lang sein, wenn mein Mann das fährt. Ja. Und, aber eigentlich möchten wir mit diesem Blog über unser Wohnmobil, unser Leben im Wohnmobil, unsere Urlaube im Wohnmobil erzählen. Wir haben es dann vor 2 Jahren haben unser Wohnmobil gekauft, das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Ne? Ich habe einfach gedacht, ich bräuchte ein Wohnmobil, weil jetzt ist der Winter aber schwer dran, ne? Ja, und das war auch noch. Wir haben heute manchmal auch noch ein bisschen Tonprobleme, da müssen wir noch dran arbeiten. Und damals das erste Video, ich glaube, im Handy. Ja, wir haben jetzt vor 2 Jahren ein LMC-Wohnmobil gekauft. Da stehen wir jetzt genau davor. Das ist ein LMC Brisa 737. Ein was? LMC Brisa. Wie lang ist das Wohnmobil? Was? Brisa? Brisa 737, schon da. 7,37 Meter. Ah, okay. Ja, okay. Das leuchtet natürlich ein, ja. Wir werden mal ein neues Video dazu drehen und euch das Wohnmobil ein bisschen mal von innen zeigen. So. Ich hoffe, unsere Aufregung merken wir uns nicht allzu arg an. Nein. Dass es gar nicht so einfach ist. Jetzt bedanken wir uns erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr schaut wieder mal rein, wenn es das nächste Video von uns gibt. Wir haben ja gehofft, dass das Video keiner mehr anguckt, weil es so alt ist. So, jetzt ist vorbei. Jetzt hast du uns bloßgestellt. Ja. Ey, jetzt ohne Scheiß, ihr macht das echt gut. Ja. Ja, ohne Witz, sich so da vorzustellen, mich wirst du ja nicht sehen. Ich bin ja nicht so bescheuert und gehe vor die Kamera. Das ist ja fürchterlich für mich, ja. Also wenn ich so selber gefilmt werde. Ja. Habt ihr mich gesehen am WDR? Am WDR? Ja, ich war live im WDR am Samstag. Und die, ja, das haben wir nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen? Bist du auf deinem Blog? Ja, wenn du mal drauf gehst auf WDR Reisen. Da ist, das war fürchterlich für mich. Das war das schlimmste Erlebnis, was ich je hatte. Ich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich war so aufgeregt und ich wusste gar nicht warum. Und dann ging so die Kamera los. Das ist WDR Reisen, heißt der Kanal. Und da war irgendwie so ein Live-Ding von Samstag. Live von dem Caravan-Salon. Live vom Caravan. Ja, hab ich. Mach mal an. Ja. Da, und da hatte ich irgendwie voll Bammel davor und dann haben sie mich dann... Ja, bei dir geht alles schon ganz flüssig und... Schön, dass Sie dabei sind. Das ist Ihre Service-Side extra. Tja, der WDR macht's möglich. Wen nehmen Sie jetzt live hier mit durch die Messehallen? Und der Caravan-Salon ist in diesem Jahr so groß. Da gibt's dann so einen... Warte mal, ich zeig dir mal. 16 Hallen, über 700. Da haben sie mich dann irgendwie durchgeschickt. Das muss ich mal selber gucken. Hier steht dann irgendwo... Nichts, was es nicht da bin ich, siehste. Da. Vorzelte immer beliebter. Was früher bis zu einer Stunde dauern konnte, ist jetzt in 10 Minuten erledigt. Camperträume auf dem Caravan. Und da haben die immer live, warte mal, das kommt jetzt irgendwie gleich. Die großen und die kleinen. Zum Beispiel Sven Herzog, der hat fast 300.000 Abonnenten bei YouTube. Auch er ist in der Campingwelt unterwegs und auch hier auf der Messe und da haben wir ihn heute mal begleitet. Rund 9 Millionen einzelne Zuschauer laut YouTube in 90 Tagen, rund 5 Millionen im Monat, die uns gucken. Und ich kenne eigentlich alle Hersteller. Die meisten Sachen, die sind alle gleich. Das heißt, also der Wohnwagen sieht genauso aus wie der andere Wohnwagen und so weiter. Und Highlights sind für mich Sachen, die ganz anders sind. Die oft kleine Firmen wirklich machen. Ich bin so geschämt. Nein. So super gemacht und so flüssig.
Findest du? Das geht uns gar nicht so flüssig. Wir haben, ohne Scheiß, wir haben 4 Stunden gedreht für 4 Minuten. Ja, das ist traurig. Ne? Wir waren auch schon mal im Fernsehen. Nee, ich fand's auch cool. Meine Frau fand's cool. Und was ist, meine Mitarbeiter gesagt haben, ey, mach das doch wieder so. Und dann hab ich gemeint, ey, ja, das geht gar nicht. Das bin nicht ich. Weil das ist, aber es ist cool geworden. Ich fand's gut. Ich find's gut, ja. So, schlechte Nachricht. Wir uns auch mal ganz anschauen. Schlechte Nachricht, die Kamera ist heiß, deswegen müssen wir einen Cut machen. Aber 54 Minuten für Womis-Blog. Habt ihr irgendwie irgendwas, was man in die Kamera halten kann, dass man mal sieht, wie das geschrieben wird, Womis-Blog? Oder können wir mal irgendwie groß machen am Bildschirm? Also, liebe YouTube-Zuschauer, müssen wir mal einen Gefallen machen. Die beiden sind so süß. Und sie haben sich ja kennengelernt im Internet. Genau. In einem Chatportal, sind denn ewig gereist. Und war das Liebe auf den ersten Blick? Ja, kann man sagen. Du hast kurz nachgedacht. Kurz nachgedacht, ja. So, wenn du gerade groß machst, irgendwie Steuerung plus oder sowas. Warte mal, ich mach das mal gerade. Steuerung plus. So, da kann man es nämlich viel besser lesen. Also das wird so geschrieben, das gebt ihr bitte in YouTube ein. Geht auf den Kanal, abonniert den Kanal. Die haben jetzt nur 15.100, nee, ist schon viel, 15.100. Nein, das ist nicht viel. Ist nicht viel. Okay, so, also abonniert den Kanal, von denen geht drauf, guckt die Geschichten, die sind wirklich herzerregend, ja. Ich bin persönlicher Fan vom Womis-Blog und ich glaube, ich habe es auch abonniert, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke ja. So, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, 30. August 2022 zusammen mit Wolfgang und Michaela im Morello beim Sonnenuntergang am schönen P1 hier auf dem Karawansalon in Düsseldorf 2022. Zusammen mit, haben die Namen da, diese Einhörner? Nee, was sind das, Wikinger? Die haben keinen Namen. Das war einfach nur, wir sind in Urlaub gefahren und ich hatte an dem Tag Geburtstag. Und ich war so enttäuscht, dass ich kein Geschenk bekommen hat. Und dann hat mein Mann im Campershop den hier mir gekauft. Aber du hast dir nichts gekauft? Nein. Und dann war sie so enttäuscht und dann das ist ja wie die Blumen von der Tanke so ein bisschen, oder? Ja, und dann kam er damit an, weil ich so ein bisschen so traurig war und dann hat er gemeint, guck mal. Und er guckt halt so. Und jetzt machen wir das heute immer so und wenn er dann manchmal Auto fährt, also Morello fährt, dann mache ich manchmal so, dann muss er schon immer lachen. Also wenn er mal scheiße drauf ist oder so. Ja. Das passiert aber nie. So gut wie eigentlich nie. Ja, und wenn nicht, einfach in, was war das noch mit Cola? Havana Cola, ja. Ich denke mir zwischendurch auf der Autobahnraststätte auch sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Ihr könnt ja schlafen danach, ja, bis ihr wieder nüchtern bist. Ja. Also don't drink and drive, so viel kann ich sagen, und kauft euch das aktive Fahrwerk. Ja. Womis Blog, da ist es. Abonniert ihn, den Blog, und ich kann es nur empfehlen. Also ihr seid genauso auch in den Videos, wie ihr unterwegs seid, und das ist richtig cool. Ja. Geht drauf. Und vielleicht klappt es ja auch so wie bei Illo und Mobs. Die sind von 5.000 irgendwie auf 17.000 hoch nach meinem Video und sie haben es echt verdient. Die beiden sind klar. Habe ich auch ein Video gemacht. Ja. Auf der Messe habe ich die interviewt. Tschüss euch beiden. Danke. Alles Gute. Ciao. Tschüss.